Abschließend noch ein kleines historisches Beispiel zur Behauptung, Alternativlosigkeit in systemischen Krisen zu handeln. Ich gehe aufs Jahr 1933 zurück, aus einem ganz konkreten Grund. 1933, das haben die meisten von uns noch in der Schule gelernt, war für Deutschland ein sehr finsteres Jahr. Im März 1933 hat Hitler den Antrag gestellt im Reichstag, die demokratischen Grundrechte vorübergehend außer Kraft zu setzen. Er hat aus zwei Gründen eine Mehrheit gefunden. Erstens, die Kommunisten und Sozialdemokraten waren mehrheitlich bereits im Zuchthaus oder im KZ. Und zweitens hat er eine Mehrheit gekriegt, weil ein großer Teil der bürgerlichen Mitte zugestimmt hat. Sie haben zugestimmt, und zwar sowohl die politische Heimat von Konrad Adenauer, das katholische Zentrum, als auch bedauerlicherweise Theodor Heuss, möchte ich daran erinnern, unser allseits beliebter erster Bundespräsident. Der gemütliche Papa Heuss hat damals die Hand gehoben, damit die demokratischen Grundrechte in Deutschland außer Kraft gesetzt werden, aus einem einzigen Grund. Hitler hat ihnen was versprochen. Er hat dem Bürgertum versprochen, wenn sie bereit sind, die Grundrechte der Demokratie auszuhebeln, dann wird er dafür sorgen, dass Funktion und Amt von Reichspräsident Hindenburg erhalten bleiben. Das ist ein Judaslohn und noch dazu ein jämmerlicher. Und dafür haben sie die Hand gehoben. Ich sage das deswegen, weil die bürgerliche Mehrheit immer so stolz drauf ist, dass sie in systemischen Krisen weiß, was die alternativlos richtige Entscheidung ist. Das war sie nicht damals. Das ist, hieß übrigens das Gesetz zur Beseitigung von Not und Elend im Deutschen Reich. Anders ausgedrückt, polemisch könnte man sagen, damals haben wortwörtlich und nicht polemisch, wortwörtlich die deutsche Hochfinanz und die deutsche Schwerindustrie sich einen rechtsradikalen Schlägertrupp engagiert, um eine systemische Krise in den Griff zu kriegen. Das war die deutsche Variante in einer angeblich alternativlosen Zeit. 5 Tage, bevor Hitler bei uns die demokratischen Grundrechte außer Kraft gesetzt hat, hat aber im kapitalistischsten Land der Erde, in den USA, der dortige Präsident Roosevelt ein 650 Seiten schweres Gesetzeswerk in Kraft gesetzt. Es war der sogenannte New Deal Act. Der hat die große Depression, wie man damals die schwere Wirtschaftskrise in den USA genannt hat, abgelöst durch einen Begriff, der nur in den USA Bedeutung erlangt hat und auch nicht lange, die große Kompression. After the Great Depression, we had the Great Compression, haben die Amerikaner gesagt. Die große Kompression bestand dahin, dass Roosevelt gesagt hat, wir müssen die gigantische Schere zwischen Reich und Arm verkleinern, komprimieren. Ich weise darauf hin, dass die USA 1933 ebenfalls in einer katastrophalen Wirtschaftskrise gesteckt hatten. Sie hatten Massenarbeitslosigkeit, eine zerfallende Mittelschicht, ein ruiniertes Bildungssystem, eine Arbeitslosenquote, die haarsträubend war, und Superreiche hatten das Land ausgeplündert. Das ist ungefähr die Situation wie heute. Mit diesem 650 Seiten schweren New Deal Act hat Roosevelt eins vorgehabt. Er wollte Geld sammeln, um dem Land eine neue Infrastruktur zu geben. Straßen, Zeitungen, Schulen, Millionen von Arbeitsplätzen, das hat er geschafft. Und wo hat er das Geld hergeholt? Er hat sage und schreibe die Einkommensspitzensteuersätze auf 78% angehoben. Er hat die Erbschaftssteuer auf 48% hochgetrieben. Und als das Geld immer noch nicht genug war, wurde etwas für heutige Verhältnisse Unvorstellbares getan. Präsident Roosevelt hat verfügt, dass die superreichen Amerikaner zwangsweise ihr Gold dem Staat verkaufen mussten. Für 30 Dollar die Unze musste jeder Reiche ab einem bestimmten Einkommen von 1 Million oder so sein Gold abliefern und bekam dafür einen Einheitspreis. Und 30 Jahre später hatten die Amerikaner nicht nur einen Krieg gewonnen, sondern sie waren ein dynamisches, prosperierendes Land. Sie hatten eine Mittelschicht, die blühte, die wuchs. Sie hatten einen Mindestlohn, der den Namen verdiente, eine Arbeitslosenquote, die gar nicht mehr existierte. Und der Unterschied, es gab keine Superreichen mehr, es gab nur noch Wohlhabende. Und das Land ist über 2 Generationen glänzend damit gefahren. Und das in einem kapitalistischen Land mit einem Präsidenten, der alles andere als Sozialist war. Und ich möchte noch abschließend ein kleines Zitat bringen aus dem Wahlkampf von Präsident Roosevelt aus dem Jahr 1936. Zu dem Zeitpunkt waren sich alle Uiguren in den USA sicher, mit diesem Programm, mit diesem Zwangsverwaltungsprogramm, hat er keine Chance, nicht die geringste Chance, wiedergewählt zu werden. Abgesehen davon, als die meisten vermutet haben, dass er irgendwann ermordet wird, noch vor der Wiederwahl. Er hat im Wahlkampf folgende Standardrede gehalten. Ich will nur 2, 3 Sätze sagen. Wir müssen uns der alten Feinde erwehren. Wirtschafts- und Finanzmonopole, Spekulanten, rücksichtslose Banken. Sie alle betrachten unsere Regierung als ein bloßes Anhängsel ihrer eigenen Geschäfte. Die Regierung des organisierten Geldes ist genauso gefährlich wie die des organisierten Pöbels. Mit der Wahlkampfrede hat er die Wahlen haushoch
gewonnen in einem kapitalistischen Land. Das sollte uns Mut machen.